Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz deckt einen skrupellosen Mietbetrug auf. Lass sofort die Finger von meinem Mann. Ihr zwei Schlampen, ich glaube, es hackt. Wir haben bisher keinen einzigen Cent Miete an Sie gezahlt. Und ich sage Ihnen eins, die werden das auch nicht tun. Das sind Mietnomaden. In Berlin-Zehlendorf lebt Anja Kügler mit ihrem Mann Stefan und dem gemeinsamen Sohn Niklas in einem schönen Neubaugebiet. Den Kredit für ihr Haus finanziert das Ehepaar größtenteils über ihre Einliegerwohnung. Als Anja zu Besuch bei ihrer Mutter war, haben Stefan und Niklas dafür neue Mieterinnen ausgewählt. Also Mama, ich denke mal, dass die beiden dir echt gefallen werden. Davon gehe ich aus, weil schließlich habt ihr die beiden ausgesucht. Nur mich macht jetzt etwas stutzig, Stefan. Hier stehen 450 Euro Miete und wir hatten 550 ausgemacht. Ach, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Also die Frau Buck und ihre Tochter, die haben gerade so ein bisschen Schwierigkeiten. Okay. Die sind mehr oder weniger geflohen vor dem Ex-Freund von der Frau Buko. Das war ganz dramatisch. Die hatten es echt nicht leicht und es wäre echt wichtig für die, dass wir hier halt eine Bleibe hätten. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir denen vielleicht ein bisschen entgegenkommen. Okay. Du machst dir gar keine Vorstellung. Das war wirklich mit Gewalt und so. Und ja, die mussten Hals über Kopf da weg. Und naja, deswegen sind sie gerade nicht so gut bei Kasse. Und da dachte ich, komme ich ihnen ein bisschen entgegen. Hm. Also ehrlich gesagt, so toll finde ich das nicht, weil du weißt, wir sind auch immer knapp. Dein Gehalt reicht gerade fürs Leben für uns drei. Wir haben noch das Haus abzubezahlen. Auf der anderen Seite wäre ich wahrscheinlich an deiner Stelle, ja. Ich hätte auch so gehandelt. Na klar. Ne? Ja, und die haben es auch echt nicht leicht und die werden es schon noch dann bezahlen, wenn sie es können. Ja, okay. Oh, es hat geklingelt. Ja, das werden sie sein. Dann gehe ich mal schauen. Heute soll der Mietvertrag unterschrieben werden. Anja ist gespannt auf Rosi Buko und ihre Tochter Lara. Die beiden wollen die Einliegerwohnung schon in 3 Tagen beziehen. Ganz ehrlich, das ist so schön hier. Wow. Ja, das ist echt nett von Ihnen. Wirklich danke. Wir mussten echt da raus. Mamas Ex-Freund war so krank. Der hat sogar meinen ganzen Kleiderschrank zertrümmert. Also. Das ist ja ganz furchtbar. Und was haben Sie beide dann gemacht? Naja, er war Zigaretten holen. Und dann haben wir ganz schnell zugesehen, dass wir Land gewinnen quasi. Okay. Ja, und jetzt haben wir erst mal knapp eine Woche in einer Pension gewohnt. Mhm. Ja, am anderen Ende der Stadt, versteht sich. Also, ich habe auch echt Angst, dass der uns irgendwie wieder findet oder so. Der darf uns nicht finden. Mann, Schatz, hör auf. Wir haben es geschafft. Ich verspreche es dir. Aber wissen Sie, ich muss Ihnen auch noch mal wirklich sagen, sobald ich Fuß gefasst habe, ja, und wirklich gut Geld wieder verdiene, zahle ich natürlich auch die volle Miete von 550 Euro. Das verspreche ich Ihnen ganz fest. Das werde ich natürlich nicht vergessen. Ne? Und wenn Sie überhaupt mal irgendwas haben, dass ich was an Dankbarkeit, von der Dankbarkeit zurückgeben kann. Ach, jetzt machen Sie sich keinen Stress, bitte. Ja? Jetzt sind Sie erst mal raus aus der Sache. Der Horror ist vorbei. Und jetzt können Sie hier in aller Ruhe ankommen und mal durchatmen. Ne? Ja, das war auch echt ein Tyrann. Aber dank Ihnen können wir ja jetzt hier ein neues Leben anfangen. Ja, das ist echt total nett von Ihnen. Wirklich, Dankeschön. Das war echt ein Glücksgriff. Ja, man kann ja nicht immer nur Pech haben, ne? Dann fängt jetzt mal das Glück an. Das stimmt. Aber habt ihr jetzt schon was vereinbart wegen der Mietkaution in der ersten Miete? Ja, Ihr Mann, der hat mir doch schon Ihre Kontodaten gegeben. Ah, okay. Und natürlich, wenn Sie einverstanden sind, dann überweise ich gleich morgen die Kaution von 1.350. Mhm. Und die Miete erstmal natürlich von 450. Also zusammen 1,8 werde ich gleich morgen überweisen, okay. Wenn es für Sie okay ist. Das ist gut, ja. Dann schreiten wir doch zur Tat. Kommen Sie. Ja. Also ehrlich gesagt hatte ich mir meine zwei Mieterinnen etwas anders vorgestellt, aber ich will die beiden ja nicht wegen ihrem Aussehen vorverurteilen. Geschmäcker sind nun mal verschieden. Die beiden scheinen ja auch ganz nett zu sein. Am Wochenende ziehen Rosi und Lara mit ihren Habseligkeiten in die möblierte Einliegerwohnung der Küglers ein. Stefan und Niklas packen tatkräftig mit an. Und auch Anja bemüht sich um ein gutes Verhältnis. Du bist so lieb, ehrlich. Das haben wir so mit Liebe gemacht. Super, danke schön. Du sag mal, wollen wir uns nicht einfach duzen? Sie ist immer so unpersönlich, finde ich. Also ganz ehrlich, bleiben wir mit unseren Mietern lieber beim Sie. Aber das kann man ja ändern. Hallo, bin der Stefan. Ich bin die Rosi. Ja, nun komm mal her. Hallo. Rosi.
Ja. Du sag mal, Niklas, ich habe noch ein paar Kartons, die müssen noch ausgepackt werden. Willst du mir vielleicht helfen? Ja, komm, mach mal. Na, viel Spaß euch. Danke. Danke, danke. Ich darf mal gleich eben. Bitte. Super. Rosi, du, ist mir etwas unangenehm, aber ich habe vorhin noch mal geschaut. Auf unserem Konto, da ist noch kein Geld eingegangen. Also deine Miete und die Kaution. Hast du vielleicht einen Zahlendreher? Ach, du meine Nase, Mann, Stefan, aber das ist mir so peinlich. Ich habe dir doch gesagt, dass mein Chef noch nicht überwiesen hat und dass ich euch das Geld noch nicht überweisen konnte. Du, Rosi, mach dir da keine Sorgen. Ich werde jetzt bestimmt rot, ey. Du zahlst einfach, wenn du kannst, oder? Oh, ihr seid so lieb, Stefan, ehrlich. Stefan, warum hast du mir denn nichts gesagt, dass das Geld später kommt? Du kannst doch das sowas nicht vergessen. Du hast echt einen Kopf wie ein Sieb. Ach, Schatz, tut mir leid, ich habe es einfach vergessen hier. Ja, aber sowas, an sowas muss man denken, sowas darf man nicht vergessen. Ach, Anja, jetzt sei mal nicht auf deinen Mann sauer, weil gucke mal, ich bin ja schuld. Aber glaub mir, ich hab meinem Chef richtig die Hölle heiß gemacht, dass der jetzt endlich mal das Geld zahlt, damit ihr auch euer Geld bekommt, ehrlich. Ja, gut, also ich bin dann mal wieder drüben. Mhm, okay. Irre ich mich oder macht sich die Rosi an meinen Mann ran? Wie sie ihn angefasst hat und dieses Duzen, also das ist mir wirklich etwas unangenehm. Und also wenn es um Geld geht, gerade da bleibe ich lieber beim Sie. Das schafft eine gewisse Distanz. Also später werde ich mal mit Stefan unter vier Augen darüber sprechen. Anja befallen ernste Zweifel an der Wahl ihrer neuen Mieterinnen. Die ausstehende Miete und die nicht bezahlte Kaution machen der 44-Jährigen große Sorgen. Denn ohne die Mieteinnahmen können die Küklers ihre monatlichen Kreditraten nicht bedienen. Stefan, ja? Kommst du bitte mal? Ich wollte eigentlich duschen gehen. Was gibt's denn? Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass die Rosi deine Gutmütigkeit ausnutzt. Nur weil sie das Geld noch nicht überwiesen hat. Nee, nicht nur deswegen, sondern die ganze Art, wie sie mit dir spricht. Immer wendet sie sich an dich, wenn was ist. Also, ich glaube, wir sehen keinen Cent. Ach, Anja, du machst dir immer viel zu viel Gedanken. Rosi hat doch gesagt, dass sie das Geld überweist. Ja, das mag sie gesagt haben, dass das Geld kommt. Aber davon zahlt sich unser Kredit nicht ab. Stefan, dein Gehalt reicht für uns drei zum Leben, aber nicht, um den Kredit noch abzubezahlen. Schatz, ich weiß doch, du hast alles genau ausgerechnet. 400 Euro jeden Monat müssen zum Kreditabtilgen genommen werden und die kommen von der Miete von nebenan. Weiß ich doch. Alles gut. Schön, dass du mir zugehört hast, Stefan. Ich geh da mal duschen. Nee, du gehst jetzt nicht duschen. Es geht darum, dass wir das Geld brauchen. Und ich möchte mal wissen, was überhaupt die Rosi verdient. Kann die denn mit ihrem Gehalt diese 1350 Mietkaution und die Miete bezahlen? Das ist eine Menge Geld. Das weiß ich nicht genau. Wie, das weißt du nicht genau? Was arbeitet sie denn? Naja, sie, ach weißt du, es war so ein Durcheinander, als sie die Wohnung besichtigt haben. Da habe ich das mit dem Gehaltsnachweis nicht so richtig, also ist mir durchgegangen. Das ist dir durchgegangen mit dem Gehaltsnachweis? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Schufa-Auskunft, Gehaltsnachweis, das ist doch das Erste, was ich mir hole, wenn ich neue Mieter ins Haus bekomme. Jetzt mach mal halblang, okay? Die haben wahrscheinlich ihr letztes Geld für die Pension ausgegeben. Aha, oder für High Heels und Miniröcke. Was man halt so braucht, wenn man umzieht. Die waren mit Sicherheit nicht neu. Ah, hat der liebe Herr Ehemann extra hingeschaut. Woher willst du das denn wissen? Also ich weiß nicht, woher Stefan diese Ruhe nimmt. Ich selbst, ich bin ja jetzt noch beunruhigter, weil wir nicht mal einen Einkommensnachweis von Rosi haben. Was ist, wenn die so wenig verdient, dass sie die Miete und die Kaution gar nicht zahlen kann? Zumindest wissen wir ja nicht mal, ob sie überhaupt eine Arbeit hat. Also ich gehe auf jeden Fall zum Anwalt. In Berlin sucht Anja Kügler Rat bei Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz. Die 44-Jährige befürchtet, von ihren neuen Mieterinnen abgezockt zu werden. Denn Rosi Buko und ihre Tochter Lara haben weder die Kaution noch die erste Miete bezahlt. Anjas Ehemann Stefan hält die Sorgen seiner Frau für übertrieben. Also wissen Sie, ich will Ihnen da ja nicht zu nahe treten, aber das hört sich schon ein bisschen naiv an. Ich meine, haben Sie denn irgendwelche anderen Unterlagen, eine Schufa-Auskunft oder irgend sowas? Das ist mir total peinlich. Wir haben überhaupt nichts außer dem Namen und der ehemaligen Adresse. Also ich weiß selbst nicht, wie das meinem Mann passieren konnte, so nachlässig zu sein. Also normal verlangt man das doch, das ist das Allererste. Aber der hat mir erzählt, er wäre so durcheinander gewesen von dieser dramatischen Geschichte, was bei denen passiert ist. Und ja, und was ist das für eine Geschichte?
Also so viel weiß ich jetzt über die Geschichte nicht, aber scheinbar hat der Ex von der Rosi sie geschlagen und war ziemlich brutal und laut und die beiden sind dann in der Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Wohnung raus. Also wissen Sie was, Frau Kügler, das hört sich alles überhaupt nicht gut an. Ich finde, wir sollten der Sache unbedingt nachgehen. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin gerade in der Besprechung. Stefan Kügler, ich bin der Ehemann. Ach so, dann kommen Sie ja genau richtig, Hallo, Herr Kügler. Nehmen Sie bitte Platz. Was machst du hier? Hallo? Ich komme, weil das ist eigentlich hier alles gar nicht mehr nötig, denn... Was ist? Was schau mal, das Geld ist überwiesen, ne? Die Kaution ist da. Welches Geld? Die Kaution oder auch die Miete? Na, die Miete kommt dann auch bald, ja. Ach so, bald? Naja, bald ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass wir jetzt jeden Monat auf unsere Miete warten müssen. Ja, aber jetzt haben Sie doch bewiesen, dass es klappt, dass Sie irgendwie ein Einkommen haben. Und ich weiß, wir hatten einen schlechten Start mit denen, aber jetzt kann man noch mal ein bisschen Geduld beweisen. Also Herr Kügler, ich kann Ihre Frau da schon verstehen. Denn wie ich gehört habe, finanzieren Sie Ihr gesamtes Haus über diese Mieteinnahmen. Und ich meine, wenn jetzt auch noch die zweite Monatsmiete fehlen sollte, dann würde ich Ihnen wirklich dringend raten, sofort Zahlungs- und Räumungsklage zu erheben. Und wenn Sie wollen, dann komme ich mit und werde den Damen mündlich die letzte Frist setzen als Zeugin. Und ich kann mir auch gleich mal angucken, was die für einen Eindruck machen. Ach, das ist doch nicht nötig. Also jetzt können wir doch wirklich ein bisschen Vertrauen beweisen, oder? Stefan, wir wissen nichts von Rosi und Lara. Also ich würde gerne dem Vorschlag von der Frau von Minkwitz folgen und da mal nachforschen. Aber die Anwältin kostet auch Geld. Ja, Schatz, aber nicht so viel Geld, wie uns da durch die Lappen geht. Also, ich bin dagegen. Ich finde, das ist eine schlechte Idee. Nee, also ich finde es nicht übertrieben. Es geht um unsere Existenz, Stefan. Ich denke auch, Sie nehmen das vielleicht alles ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter, Herr Kügler. Also ich halte es für Unsinn, aber... Die Sorge von Frau Kügler ist absolut berechtigt, genauso wie das Misstrauen gegenüber ihren neuen Mieterinnen. Dabei ist auch völlig egal, ob die Geschichte von der Frau Buko mit ihrem Chef stimmt oder nicht. Frau Buko und ihre Tochter sind verpflichtet, pünktlich monatlich ihre Miete zu zahlen. Und genau daran werde ich die beiden Damen jetzt erinnern. Barbara von Minkwitz fährt gemeinsam mit den Küglers zu ihrem Haus am Stadtrand von Berlin. Stefan ist das forsche Auftreten seiner Frau unangenehm. Deshalb statten Anja und ihre Anwältin den neuen Mieterinnen alleine einen Besuch ab. Frau Buko, um es kurz zu machen, ich bin hier, weil Sie die erste Miete nicht gezahlt haben. Das ist kein guter Einstand und die zweite Miete ist auch bald fällig. Ja, ich weiß. Mensch, Anja, es tut mir auch wirklich total leid, dass ich mich hier wirklich gleich so unglaubwürdig mache. Ehrlich, das ist mir richtig unangenehm. Ja, aber wir sind auf das Geld angewiesen. Ja, das kann ich mir auch denken. Ich hätte wahrscheinlich auch an eure Stelle einen Anwalt eingeschalten. Ehrlich. Also, wenn Sie so viel Verständnis dafür haben, dann werden Sie ja auch Verständnis haben, dass ich Ihnen hiermit mündlich die letzte Frist setze, bis zum 3. des nächsten Monats beide Monatsmieten zu zahlen. Sonst kriegen Sie von mir die fristlose Kündigung. Was? Anja, nee, das könnt ihr nicht machen. Nee, wirklich nicht. Ich werde wirklich ganz schnell das Geld auftreiben. Ehrlich, ich gebe alles. Allerdings, wenn es nicht klappt, ich kann doch auch nichts dafür. Mein Chef, der hat selber einen Engpass. Aber wirklich, du bekommst jetzt bald dein Geld, wirklich. Also, Frau Buko, Sie können erzählen, was Sie wollen. Sie machen Ihre Probleme zu den Problemen meiner Mandantin. Und da haben Sie mich als Gegner. Und außerdem frage ich mich überhaupt, wenn Sie immer erzählen von Ihrem Job und Ihrem Chef, es ist jetzt helllichter Tag, mitten am Tag, und Sie arbeiten doch gar nicht. Wo arbeiten Sie denn? Ja, natürlich, ich arbeite im Sonnenstudio. Aber das ist halt so, ich musste auch ein paar Tage frei nehmen, wegen dem ganzen Stress und wegen meinem Ex. Und die Filiale muss ich auch noch wechseln, sonst findet der mich doch nachher. Wissen Sie, Sie können mir viel erzählen. Am 3. sind die Mieten bei mir. Ansonsten kriegen Sie von mir die fristlose Kündigung. Mann, ja, ich würde Ihnen ja auch die Papiere zeigen. Auf Wiedersehen, ja? Wiedersehen. Tschüss, Anja. Frau Buko hat mit keinem Wort erwähnt, in welcher Firma sie arbeitet und wie ihr Chef heißt. Ich gehe deshalb davon aus, dass sie überhaupt gar keinen Job hat und meine Mandanten nie ihr Geld sehen werden. Nach Fristablauf ist es deshalb wichtig, den Küglers zu raten, unverzüglich Zahlungs- und Räumungsklage zu erheben, damit ihre Schulden nicht noch größer werden. Anja hofft, dass der Einsatz der Anwältin den Druck auf Rosi verstärkt. Eine Woche später hat die 37-Jährige die Miete jedoch immer noch nicht bezahlt und die Frist rückt immer näher. Anja macht sich auf einen bösen Rechtsstreit gefasst.
Doch ihr Mann Stefan scheint sich allem Ärger zum Trotz bestens mit Rosi und ihrer Tochter Lara zu verstehen. Also das geht jetzt wirklich zu weit. Lass sofort die Finger von meinem Mann. Ihr zwei Schlampen, ich glaube, es hackt. Und du zieh dein T-Shirt an. Anja, beruhig dich doch mal. Ich habe ihn nur massiert, weil er ein bisschen Nackenschmerzen hatte. Nur massiert, lass deine Finger von meinem Mann, zieh dich an und komm mit rein. Komm bitte mit. Wo komme ich hier mit? Was ist mit dir los? Was mit mir los ist, merkst du es eigentlich noch? Die zwei Schlangen, die machen sich nur an dich ran. Meinst du, die stehen auf dich? Die wollen dich nur scharf machen, damit du nicht mehr die Miete verlangst. Und wir gehen bankrott. Sag mal, kommst du klar? Was behauptest du denn da? Das stimmt doch gar nicht. Stefan, das stimmt nicht, wirklich nicht. Das musst du mir glauben. Also, lass mich doch alle in Ruhe. Krieg du erst mal deine Eifersucht in den Griff. Bin ich denn die Einzige, die merkt, was hier los ist? Die wollen meinen Mann gegen mich aufbringen und so wie es aussieht, sind sie auf dem besten Wege, das auch zu schaffen. Keine Miete zahlen, aber meinen Mann anmachen. Ohne mich. Anja ist maßlos enttäuscht von ihrem Mann. Auch Sohn Niklas hat mitbekommen, dass der Haussegen schiefhängt und versucht zu vermitteln. Du, Mama, also... Ja? Papa hat mir eben gerade noch mal von deiner Eifersuchtsszene da draußen im Garten erzählt. Und ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, dass ich halt... Ich chill doch öfter bei denen drüben da. Und ich habe Papa da echt noch nicht gesehen, also du brauchst echt keine Sorgen. Warum chillst du öfter bei denen drüben? Boah, Mama, jetzt sei doch nicht so schockiert. Ich finde die Lara halt ganz nett und wir chillen halt ein bisschen. Ist doch nichts bei. Kontoauszug. Bitte? Dein Vater hat vor ein paar Tagen 1600 Euro von unserem Konto abgehoben. Ja und? Das passt von der Zeit her genau zu der Kautionszahlung von der Rosi. Okay. Niklas, tut mir leid, ich muss jetzt erstmal zu deinem Vater. Ich muss jetzt mit ihm sprechen. Ja, dann mach das. Stefan! Stefan! Was? Sag mal, hast du vor ein paar Tagen 1600 Euro von unserem gemeinsamen Konto abgehoben und der Rosi gegeben, damit sie die Kaution zahlen kann? Ja, das habe ich. Und ich habe ihr noch 250 Euro oben drauf gegeben, weil sie nämlich kein Geld für Essen hatten. Sag mal, hast du sie noch alle? Du belügst mich, du betrügst mich um unser Geld? Das ist unser gemeinsames Konto. Du zahlst die Mietkaution von deinem, unserem Geld? Sag mal, hast du sie noch alle? Du weißt schon, dass es nicht sehr intelligent ist, was du da machst. Die zocken dich ab. Ich glaube, das eigentliche Problem ist deine Eifersucht und dass du einfach kaltherzig bist. Oh, könnt ihr mal aufhören, euch die ganze Zeit hier zu streiten, echt? Oh, Papa, Mann. Und Mama, ich meine, Papa meint es doch im Endeffekt nur gut. Ja, aber wir sind nicht die Wohlfahrt, Niklas. Und wenn dein Vater so weitermacht, dann landen wir bald selber auf der Straße und haben kein Haus mehr und kein. Dann können wir selber Wohngeld beantragen. Du bist einfach kaltherzig, das ist das Problem. Rosi wird das Geld schon bringen. Lass mich doch in Ruhe. Ich lasse nicht zu, dass diese beiden Frauen meine Familie zerstören. Bei allem Verständnis für ihre Situation, die beiden müssen weg. Eine Woche später läuft die von der Anwältin gesetzte Frist ab, ohne dass Anja die beiden Monatsmieten bekommen hat. Barbara von Minkwitz und ihre Mandantin wollen Rosi und ihrer Tochter eine letzte Chance geben, die offenen 900 Euro zu bezahlen. Hi Lara, wir wollten eigentlich zu deiner Mutter. Sag mal, was stinkt denn hier so widerlich? Na, ich denke, das wird der ganze Müll da sein. Ja, ich habe noch nicht geschafft, ihn rauszubringen. Das wollte ich gleich machen. Also, Mama, kannst du mal bitte kurz kommen? Ein bisschen Müll rausschaffen? Also das sieht ja aus wie auf der Müllhalde. Ist ja ekelhaft. Hallo zusammen, was gibt's denn? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Frau Buko. Die Frist ist abgelaufen und Sie haben Ihre Mieten nicht gezahlt. Und wie ich so sehe, lassen Sie die Wohnung auch völlig verwahrlosen. Und wenn Sie derartige Schäden verursachen, dann ist das alleine schon ein Kündigungsgrund, Frau Buko. Sie können uns hier nicht einfach rauswerfen und schon gar nicht unterstellen, dass wir irgendwie dreckig wären. Mann, Anja, hört doch bitte auf damit. Wir räumen hier sofort auf, aber du kannst uns nicht rausschmeißen. Frau Buko, mit Aufräumen ist das Problem hier, glaube ich, nicht mehr gelöst. Sie zahlen keine Miete und ich werde sofort die fristlose Kündigung aufsetzen. Stefan, es ist gut, dass du kommst. Menno, du musst uns helfen. Anja will uns jetzt hier gerade rausschmeißen. Wir können auch nichts dafür, dass wir die 450 Euro noch nicht haben. Du musst uns helfen, bitte. Was soll denn das? Warum jagt ihr denn den beiden jetzt hier so eine Angst ein?
Herr Kügler, da wohnen zwei Personen in Ihrer Wohnung, zahlen seit über zwei Monaten keinen Cent Miete. Wie soll das denn weitergehen? Stefan, du musst jetzt bitte auch mal an uns denken. Also mir reicht's jetzt mit dem Egoismus, wirklich. Diese beiden hier, ja, die machen gerade eine schwere Zeit durch und die haben doch sonst niemanden. Außerdem hat sich Lara doch gerade erst in der Gegend hier eingewöhnt. Genau, und mit ihren 19 Jahren hat sie wirklich was Besseres verdient. Echt? Also weißt du was? Das ist nicht nur deine Wohnung, das ist unsere Wohnung. Und ich stimme einem Rauswurf nicht zu. Kommt, wir gehen rein. Ja. Kommst du mit, Niklas? Ja, ich komm. Don't tell the gods. Anja ist geschockt über das merkwürdige Verhalten ihres Mannes. Die 44-Jährige ist völlig verzweifelt. Ohne Stefans Einverständnis kann sie Rosi und Lara nicht kündigen, da dem Ehepaar das Haus gemeinsam gehört. Barbara von Minkwitz macht ihrer Mandantin dennoch Mut. Sie sind absolut im Recht, Frau Kügler. Ich meine, überlegen Sie sich doch mal. Ihr Mann hat sogar die Mietkaution für die gezahlt. Die haben bisher keinen einzigen Cent Miete an Sie gezahlt. Und ich sage Ihnen eins, die werden das auch nicht tun. Das sind Mietnomaden. Mietnomaden? Um Gottes Willen, wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Ja, aber Frau Kügler, das sieht man doch. Ich meine, das sagt mir auch meine Berufserfahrung. Diesen gewalttätigen Ex-Freund, den gibt es mit Sicherheit nicht, da wette ich mit Ihnen. Und die Rosi Buko, die hat auch keinen Job. Die lassen die Wohnung wirklich bis zum Anschlag versiffen, das machen die ja jetzt schon. Und warten, bis der Gerichtsvollzieher kommt. Und kurz bevor der antritt, sind die plötzlich spurlos verschwunden. Das ist ja wirklich genauso, wie es bei uns gerade ist. Aber ich verstehe nicht, warum der Gerichtsvollzieher... Ja, das ist einfach ein Problem für einen Vermieter, einen Mieter rauszukriegen. Der kann das Verfahren, wenn der schlau ist, und das sind die, enorm in die Länge ziehen. Dann legen die Berufung ein, wenn das Urteil dann endlich rechtskräftig ist nach Monaten, dann beantragen die noch Räumungsschutz. Und deswegen denke ich, wir müssen das Verfahren wirklich auf eine andere Ebene kriegen, auf eine strafrechtliche, um mehr Druck auszuüben. Wir müssen einfach ermitteln und beweisen, dass die fortgesetzt Mietbetrug begehen. Und dann kann ich eine Strafanzeige erstatten und die Polizei nimmt uns den Rest der Arbeit ab. Also ich finde, das klingt alles ganz schlimm, aber Ihre Idee ist gut und ich denke, so machen wir es bitte. Ja. Und dazu muss ich Nachforschung machen, damit kann ich auch gleich anfangen. Ja. Über die Vorvermieter, die haben Sie doch sicherlich in Ihrem Mietvertrag, oder? Klar ist, Rosi und Lara müssen verschwinden. Was aus Stefan und mir wird, keine Ahnung. Wer weiß schon, was da drüben gerade vor sich geht. Aha.